Ja, guten Abend, meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom Stream. Ja, zuallererst die Warnung, die es jedes Mal gibt. Wer spoilert, der kriegt einen Bann. Das gilt für YouTube und für Twitch. Ich sage es einfach nur. Tipps sind auch nicht unbedingt erwünscht. Es gibt keinen Bann dafür, aber ich will sie nicht haben. Ich will das Spiel selber erkunden. Und der ein oder andere fragt sich, warum zum Geier stehe ich hier im Spähposten? Ich wollte nur mal so zufällig hier so in der Gegend gucken, ob hier eventuell noch der ein oder andere Krog ist. Ich wollte halt ein bisschen Krogs-Suche machen offscreen. Und ich habe Maronus dabei gefunden. Die Stelle, wo er ist, regt mich irgendwie ein bisschen auf. Weil hier im Spähposten, hier steht er halt. Hier hätte ich ihn echt nicht erwartet. Ja, und ich habe halt meine beiden Amiibo-Kisten hier wieder stehen, ne? Mit einem Ritterschwert, das kann meinetwegen drin bleiben, sofern ich nichts anderes Gutes habe. Kann da drin bleiben. Und was ist da drin? Ein besseres Ritterschwert. Ich kann das ja erstmal drin lassen. Aber ich kann die Kiste mitnehmen. Wie gesagt, ich habe Maronus gefunden. Den seht ihr jetzt sofort. Der steht da vorne. Ich dachte, es wäre erstmal wichtig, bevor wir mit dem Tempel da oben weitermachen, wir waren ja kurz davor, dass wir endlich mal unsere Taschen upgraden. Vor allem die Schildtasche. Hier steht er einfach. Ich hatte ihn so sehr im Wald der Crocs erwartet. Bei den letzten Streams. Deswegen habe ich da ja durchgehend immer gesucht. Und mich riecht es dann einfach auf, dass er einfach hier munter im Spähposten steht, wo ich ihn nie im Leben erwartet hätte. Ich wollte halt echt hinten der Gegend nur Crocs suchen. Und dann steht er hier. Erinnert ihr euch, dass ich 3 Stunden nach dem gesucht habe? Beim Wald der Crocs? Und mich dafür sogar durch den Untergrund geprügelt habe? Da könnt ihr meinen Frust gerade irgendwie verstehen, ne? Hoho, du bist es. Wir haben uns lange nicht gesehen. Hier fühlst du dich sicher. Ja, danke. Danke, dass du hier bist. Ja, ich habe richtig viele Crocs-Samen. Du darfst einmal meine Waffentasche größer machen. Und dann, wie ich so gut es geht, meine Schildtasche größer machen. Ja, wunderschön. Einfach nur, damit ich das Ritterschwert mitnehmen kann. Ohne was wegwerfen zu müssen. Und jetzt gehe ich auf jeden Fall auf die Schildtasche. Ich brauche unbedingt mehr Schilde. Ja, boom, schaka, boom, schaka, tscha, tscha, tscha. Es ist so deprimierend, wie wenn man bedenkt, wie lange ich ihn gesucht habe, ne? Ja, du darfst die Schildtasche noch ein paar Mal vergrößern, wo ich dich jetzt endlich gefunden habe. Auch wenn es reiner Zufall war. Weißt du, gewollt finde ich dich nicht, aber zufällig schon. Ich mache da noch mindestens 4 Schilde hin. Dann gönne ich mir, wenn ich noch was übrig habe, noch zwei Bogen- und Waffentaschen-Upgrades. Aber ich will auf jeden Fall richtig viele Schilde jetzt erstmal haben. Ja, wir können die Szenerie jetzt mittlerweile mal überspringen. So, zweimal wird sie noch aufgewertet, die Tasche. Ich werde die Tasche aber wahrscheinlich ab hier dann offscreen aufwerten. Also, ich erwähne dann aber am darauffolgenden Stream, was ich aufgewertet habe. Beziehungsweise ich lasse die Plätze dann extra frei. Ach, und jetzt willst du 10 Crocs haben? Ich will noch die Bogentasche ein bisschen erweitern. Der Rest geht auf den Bogen. Dann bleibt halt ein Platz weniger. Ich kann auch mehr Bögen mal gebrauchen.
Wir haben uns jetzt gerade gar nicht den Tanz zum Bogen gegönnt, ne? Ist ja ganz leicht unterschiedlich. Ja. Mein Lieblingskrok. Dafür habe ich dich letztes Mal oder vorletztes Mal so ewig lang gesucht. Aber wir haben ja auch viel die Karte entdeckt. Also irgendwo war es ja auch was Positives. So, wie viel würde es mich kosten, die Waffentasche nochmal abzugraden? Obwohl, wir haben so viele Waffen. Komm, ich gönne mir noch einen weiteren Bogen. So. Dann haben wir alle Krogsamen sogar aufgebraucht, die ich jetzt gerade habe. Und zwar genau alle. Ja, 4 Bögen kann ich mir jetzt tragen und 5 Schilde. Das war alles, was ich in meinem Leben wollte. Und ich kann ja so machen, da in der anderen Kiste ist ja auch ein Ritterschwert drin, aber ein schlechtes. Ich kann ja so machen. Ach, ich muss natürlich die Kiste auch öffnen, ne? Dass ich jetzt extra erstmal das schwache Schwert nehme und das an das starke dran klebe. Da ich halt so gesehen beide aufbrauche. Achso, die andere Kiste ist jetzt weg. Ist irgendwann despawned. Naja, wie gesagt, das war alles, was ich wollte. Ich meine, der Schrein hier war's. Ja, hier wartet unser kleiner Freund ja auch. Ja, ist doch klar, dass ich zurückkomme, als ob ich dich hier alleine lasse. Ich will eben kurz gucken, ob ich was Gutes da drauf packen kann. Ich habe ja das ein oder andere Material. Wir nehmen mal das hier. So, jetzt haben wir eine Beta-Elite-Klinge. 33 Schaden. So, dann können wir jetzt auch da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nämlich den ganzen Weg da hoch. Dafür haben wir ja unsere Luftschiffe hier. Hilf mir mal darüber. Ich glaube, ohne schaffe ich es nicht. Aber es ist schön, ne? Also, hier sieht man es nicht, aber 5 neue Plätze, 4 neue Plätze und halt ein neues Schwert, was Ultra Power hat. Es reicht sogar so ein Minisprung? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hab gerade gemerkt, ich brauche den kleinen Kameraden, sonst komme ich nicht bis zum Schiff. Vor allem, weil es sich bewegt. Warum habe ich auch noch ekelhaften Gegenwind? Ich will eigentlich gucken, ob da eventuell was ist. Außerdem muss ich auf die richtige Fähigkeit auch mal eben kurz umschalten. Die brauche ich hier hauptsächlich. Nee, sieht nicht so aus, als ob da unten was wäre. Okay, da kommt das nächste Schiff.
Das Gute ist, dass die mir so halb entgegenkommen. Oh, das Timing wird immer schrecklicher. Danke. Ich glaube, ich brauche noch einen Windstoß. Oder? Nee, ich schaff's darüber. Komisch, dass hier kein Gegner ist. Ich bin über der Wolke. Ah, ich glaube, höher geht's auch gar nicht mehr. Boah, von hier aus runterfallen, ne? Sicherer Tod. Es gibt echt keinen höheren Punkt mehr. Auf in den Sturm. Und jetzt, während die Sequenz ist, klatsche ich auf. Was für ein majestätisches Schiff. Okay, wir haben es geschafft. Ja, das war offenbar in der Wolke. Hier ist jemand. Wie kommst du schon wieder hier hoch, Zelda? Und weg. Ein Windstrom. Ich weg. Oh, Schnellreisepunkt? Scheinbar. Na gut, muss ja auch irgendwie wieder hier hinkommen, falls irgendwas passiert. Will nicht. Wahrscheinlich. Ja, ich hör's. Geliebter Nachfahre, die vor dir liegende Luke ist mit 5 weiteren Schlössern fest versiegelt. Nutze deine Mächte, um alle 5 zu öffnen, und der Eintritt sei dir gewährt. Oh, nö. Ich weise dir den Weg. Let's go, sage ich da. Da hinten rollt ein eisiger Schleim. Als ob du so eine große Reichweite hast. Ich glaube, das die Kletterausrüstung brauche ich hier oben nicht.
Ich gönne mir mal das Hylia-Set. Oh, dann ist mir arschkalt. Okay, dann doch nicht. Guck mal, ich krieg Eis zur Verfügung. Und soll Eis auch kaputt machen. Okay, mein Pfeil hat ausgereicht, um das zu schmelzen. Eine Beta-Kriegerlanze. Kann ich mir aufheben für später. Dass meine erste Waffe kaputt geht. Na gut. Da machen wir uns mal drauf. Dass wir hier die 5 Schlösser entschlüsseln. Ich hab dich gesehen, Kollege. Boah, 9 Bogen. Komm her! Zerlegt! Schauen uns natürlich aber auch um, ne? Kann ja sein, dass es ein oder andere wichtige Objekt hier auch außerhalb gibt. Da sind Kanonen. Hoffentlich werde ich da nicht mit weggefeuert. Okay, auf der Seite ist nichts. Oh. Er hat schon runtergeschossen. Ach da. Ich habe es halt nicht mal ansatzweise sehen können. Auf ein paar Holzpfeile. Dafür habe ich 3 Feuerfrüchte geopfert. Und offen. Auf der anderen Seite auch. Nicht so wirklich. Da fehlt der Knüppel irgendwie so ein bisschen. Diese Kältewelle, die kriegt mich irgendwie immer. Und die werden noch mein Nemesis, Leute. Was ist das für ein Todeslaser da? Ein nützlicher kleiner Kamerad. Eigentlich könnte ich die Flammenlanze ja auch recht gut gebrauchen. Das Ding ist, ich habe halt schon richtig viel Zeug dabei. Ich glaube, ich muss oben irgendwo was machen. Wow, ein Opal. Ich geh mal durch die Decke. Ich
Hier ist auf jeden Fall ein Gegner. Ich glaube, ich packe mir einfach einen Flammenwerfer eben kurz aus. Hallo? Den nehme ich einfach mit. Kann ich das ein oder andere Eis kaputt machen? Da hinten leuchtet was. Leg das einfach mal da ab. Flieg rüber. Töte ihn. Was war das denn gerade für eine gute Kombo? Ich wusste eh, dass sie fast kaputt ist. Okay, eigentlich war mein Plan, dass es durch das Hartholz-Ding generell gerade kaputt geht. Aber ich kann ja auch so machen. Das Ding wird eh nicht lange halten. Habe ich den Ast eigentlich schon fotografiert? Ja. Wieso fliegt das Ding so weit? Pferdchen rufen bringt hier nichts. Gut, dass ich den mitgenommen habe. Ach, was mir einfällt, ich habe mittlerweile auch genügend Batterien, dass wir die, also genügend Energiedinger, dass wir die Batterie einmal verbessern könnten. Ha, ein weiterer Schild. Komm her, brauche ich dich eventuell noch? Glaube nicht. Mach ich so. Ast. Herkommen. Mache ich eine Flammenlanze draus. Kann ich es wenigstens noch verwenden. Okay, warte mal. Dann nutze ich, bevor wir hier weitermachen, einmal ganz kurz den Teleport und verbessere jetzt erst noch eben kurz die Batterie, weil ich glaube, wir brauchen das hier auch. Ja, bitte. Bitte, bitte. Ich hätte gern mehr Energie. Sah überhaupt nicht brutal aus. Umgewandelt, du hast es zerstampft. Warte mal, kann ich Portal
drei Teile. Wir haben vier Batterien. Das heißt, ich kann 12 mal insgesamt die Batterie aufwerten. Okay. So, ich glaube, wir müssen wirklich zuerst hier irgendwo hochfliegen. Oder ist es einfach nur dazu da, dass ich hier auch wieder rauskäme? Nee, ich muss definitiv irgendwo hinfliegen. Einmal kurz observieren. Vielleicht muss ich da runter. Zu den anderen Schiffen. Hier sind ja so gesehen auch Plattformen. Irgendwas zielt auf mich. Okay. Wenn diese Kanonen auf mich zielen, dann bin ich falsch. Die recken mich. Ich glaube, dann war da oben doch gerade eben der richtige Ansatz. Ich muss hier rechts irgendwie rein. Warte mal. Eine ganz doofe Idee. Kann ich nicht das damit verbinden und sagen, das ist der neue Knüppel dafür? Das funktioniert. Was ist denn das für ein komisches Ding? Ah, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Ey, du. Funktioniert. Es dreht sich. Und eins der Räder hat aufgeleuchtet. Ja, klingt nach einem Plan. Okay. U1, U2. Wo komme ich denn überhaupt einen weiter runter? Und das ist auch U1. Also für alles, abgesehen davon, muss ich einmal ins Untergeschoss. Ach, hier an der Seite ist ein Eingang. Und glaube ich, dass ich die Eiszapfen einfach als Schalter missbrauchen kann. Ja, tatsächlich, da sehe ich doch einen Eingang, der zu ist. Okay, hier ist schon mal nicht richtig. Da ist wahrscheinlich richtig. Irgendwie bin ich zur Seite weggerutscht. Da ist eine Kiste. Die sehe ich jetzt erst. Ich wollte extra, dass der die in die Luft abschießt, damit die an mir vorbeifliegt, die Kugel. Zum Glück habe ich ja so viele Herzen. Daneben! Bin gerade extra ein bisschen länger geflogen, damit das Ding auf jeden Fall daneben schießt. Okay, wir sind drin.
Ich sollte mir die Flammenlanze eventuell noch ein bisschen aufheben, weil ich irgendwas schmelzen muss. Ich weiß, wie das funktioniert. Einfach Zeit umkehren und mich zurückdrehen lassen. Das war ja offensichtlich. Jetzt kriegst du aufs Maul. Besser als nix. Okay, ein Schalter, der umgelegt werden wird, damit da wahrscheinlich offen ist. Ja, dann kann ich da auch rein. Funktioniert hier alles so. Okay, wie kriegen wir das jetzt auf? Eventuell. Kann ich das damit verbinden? Geht das? Ist offen. Zählt. Ja, und das nächste Teil geöffnet. Noch drei Stück. Das schaffen wir, Link. Ja, ich glaube auch an uns, Tulin. Ich glaube an uns. Ja, stimmt, hier liegt mein Fall. Warte mal, warum will ich rausklettern? Kann ich mich rein zufällig... Nein. Ich wollte gucken, ob ich eventuell genau dort nach oben kann, wo ich hin müsste eventuell. Naja, so kann ich mir ja wenigstens den Flug sparen. Wo bin ich denn drauf gelandet? Ach, ich bin aus Versehen... Okay, ich muss zweimal. Okay, ich glaube, ich brauche die Flammenlanze nicht mehr so wirklich. Ist interessant, wie sie fliegt. Nehme ich die Beta-Kriegerlanze. Welche Lanze genau habe ich denn hier? Ach, diese Nau-Lanze wahrscheinlich, ne? So, einmal kurz gucken. Hier komme ich daran. Genau hier unter mir müsste die Tür sein. Ja, sie ist natürlich zu. Hallo. Böse. Ja genau, hilf mir hoch, hilf mir hoch. Danke. Also mir mangelt es auf jeden Fall nicht an Bögen hier. Und Feuerfrüchte werden mir netterweise auch spendiert. Okay, ich brauche noch mal einen Flammenwerfer. Ach, die Dinger kann ich nicht abfackeln. Wenigstens konnte ich gegen die Beißer verwenden, ne? Okay. Ich weiß, womit ich hier arbeiten müsste.
Ich guck, ob ich da in dem Flammenwerfer hier gerade noch irgendwo brauche. Scheinbar nicht. Ich kann ihn verwenden, um die Kisten da hinten noch aufzumachen. Kam da nichts raus? Wahrscheinlich instant verbrannt. So, muss hier noch was aufgeeist werden? Hier geht's auf jeden Fall einen runter. Da ist auch das, was ich öffnen muss. Ich nehme dich mal mit. Vielleicht brauche ich dich da unten. Muss wohl von der anderen Seite rein. Okay. Da ist die Laserhölle. Wir wissen, was passiert, wenn man auf die Laser tritt. Wow, ein Rhodonit. So. Soll sich öffnen. Die geht eh jetzt kaputt. Danke. Kann ich tatsächlich sogar gebrauchen. So, die Synthese beenden wir mal. Steinfragmentschild. Ab mal. Okay, ich dachte schon. Aber hier ist jetzt auch nichts, soweit ich das sehe. Oder haben die Steinfragmente irgendwas zu bedeuten? Ja, ich sehe gerade was. Okay. Muss ich das drehen? Ja, das ist ja das Zahnrad, ne? Ich müsste da durch, dann müsste ich nach oben. Die lagen mir so merkwürdig. Was ich hier alles bekomme. Ciao, Rhodonit-Schwert. So ein Nauschwert mit einem Alpha-Ding vorne dran.
Hat funktioniert. Sogar besser, als ich dachte. Chris. Ja, macht doch Spaß, die hier einfach zu verkloppen. Ein Stahlgitterschild. Warum eigentlich nicht? So, du darfst das Ding dann jetzt einmal bepusten. Es dreht sich, Leute, es dreht sich. Drei erledigt, zwei bleiben noch. Bald geschafft, Link. Okay, da ist auch offen. Jetzt müssen wir da runter. Wenn ich es richtig sehe. Oder? Nee, warte, da waren wir gerade eben drin. Ich glaube, ich muss da tatsächlich runterfallen. Jetzt zieht wieder die Kanone auf mich. Man kennt's ja. Ich will gar nicht ausprobieren, ob ich diese Kanone zurückschleudern kann. Sondern falle ich hier mal mit Absicht runter. Ja, da ist eine Plattform. Die Kombo des Todes. Nein, der Schild ist runtergeflogen. Den Schild hätte ich gern gehabt. Na gut, dann tu mal dein Ding, mein kleiner Freund. Leute, ich tue den Avatar hier absichtlich aus dem Bild, bevor einer fragt. Jetzt ist nur noch eins. Bei Sequenzen mache ich mich ja immer aus dem Bild. Hier kommen halt die Sequenzen am laufenden Band. Ich könnte mir vorstellen, hier waren ja diese Klapptüren. Eventuell muss ich mich da auch runterfallen lassen. Ich hier noch meinen Flammenwerfer? Nö, der ist weg. Wäre halt die einzige Tür, die jetzt noch fehlt. Irgendwie kommt mir der Tempel ultra gerusht vor. So, absichtlich ein Ding triggern. Nope, hier ist kein Durchlass. So ganz oben in der Mitte ist ein Loch. Angeblich. So, wie bekommen wir das denn hier denn jetzt auf? Ah. Ich wusste gar nicht, dass die nur gegen den Schild fliegen brauchen. So. Sesam, öffne dich. Oh, um Gottes Willen. Okay. Einfach auf der Seite runterfallen lassen, dann passt das. Da ist eine Kiste. Weißt du was, ich schmeiß jetzt den scheiß Eiszapfen-Bumerang weg. Den kann ich mir jederzeit neu machen. So, Kumpel. Letzter Einsatz.
Alle sind an. Jetzt öffnet es sich wahrscheinlich. Geschafft, Link! Alle sind entriegelt. Das Tor auf dem Hauptdeck sollte nun offen sein. Gut gemacht. Ich packe mich mal noch nicht ins Bild, weil ich das Ding gleich aktiviere. So, jetzt kommt eh eine Sequenz. Was hat uns denn da jetzt in die Luft katapultiert? Okay. Was für ein Wind! Lass dich nicht fortwehen, Link! Muss ich mit Feuerfeilen arbeiten? Warte mal, von unten! Ich sollte den Schwalbenbogen nehmen. Jetzt nicht wegen Angriffskraft. Du kannst dich nicht teleportieren, ne? Aber danke für das gute Schussfeld. Ich brauche nicht mal die Frostpfeile. Okay, du bist ja relativ easy. Oh, komm her, jetzt habe ich sogar den Ringe zum Durchspringen. Warte, ich will durch einen der Ringe durch. Ja! So, Bombenfall, go! Erwischt! In deine Bampe! Okay! Okay, das kompliziert den Kampf natürlich ein bisschen. Okay, einem noch. Jetzt kommt er wahrscheinlich wieder von unten. Naja. Treffe ich? Das ist dein Ende, Kumpel. Zumindest der nächste Treffer.
Ah, muss näher ran. Ja, ich weiß, von unten. Oh, das regeneriert sich. Na gut, jetzt ist aber finito. Vernichtet. Und weg ist der Sturm. Oh, was ist das denn Schönes? Ein Herzcontainer. Oh, wie lecker. Immer gleich anfassen, ne? Durch dessen Adern mein Blut fließt. Sei gegrüßt. Deine Stimme. Dann hast du also immer zu uns gesprochen? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Orni-Krieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Windes. Und ach, wie du den Feind mit des Windes Hilfe bezwangst. Ja, du bist wahrlich mein Erbe. Der Ruhm der Orni. Das Sturmmonster, das ihr bezwangt, war ein Lakai des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du vor kurzem berühren konntest. Dem Mysterienstein. Echt jetzt? Ja, deine Verwirrung ist nur zu verständlich. Darum höre nun meine Erzählung über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung, die unserem Volke zuteil ward. Es geschah vor langer, langer Zeit. Hyrule war damals noch ein junges Königreich. Etwas abgrundtief Böses griff uns an. Versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rau, Hyrules erster König, versammelte 6 Krieger und stellte sich ihm entgegen. Damit dies gelingen sollte, überreichte er uns eine Gabe. Die Mysteriensteine, geheiligte Kleinodien, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachen. Als Weiser des Windes erhielt auch ich einen solchen Stein und focht gemeinsam mit den anderen Weisen. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Seine Verteidigung war selbst für mich undurchdringlich, seine Magie unerschöpflich. Schließlich begriff König Rauro, dass kein Sieg über den Dämonenkönig möglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf.
mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Sein Opfer war es, das uns das Leben schenkte. Später erhielt ich einen Besuch, bei dem uns Orni ein geheiligter Auftrag erteilt wurde. Es war eine der sechs Weisen, die Weise der Zeit. Das Siegel hält nicht ewig. Irgendwann kehrt das Böse zurück. Der Ritter Link wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen. Ihr müsst ihm helfen. Die Windkraft der Orni, ich bitte euch, Link, damit zur Seite zu stehen. In diesem Augenblick waren alle Zweifel über unser Schicksal wie weggeblasen. Unser höchster Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Der Weise des Windes wird neu erwachen, wenn der Dämonenkönig wiederkehrt. Das belobe ich. Der Ritter wird auf die Unterstützung der Orni zählen können. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Du hast das Dorf der Orni gerettet. Doch der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Tulin, geliebter Nachbar, nimm meinen Mysterienstein entgegen und steh für das Gelübde ein, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Ich soll also zusammen mit Link gegen den Dämonenkönig kämpfen? Oh, Link! Das ist ja der totale Wahnsinn! Dass mich mein Ahne mit so einer Aufgabe betraut hat. Und dass ich dafür mit dir in den Kampf fliegen darf. Würde man nichts unternehmen, dann ginge die ganze Welt den Bach runter. Das könnt ihr gleich vergessen. Ich bin mehr als bereit. Her mit dem Mysterienstein! Mit dem Ring da kannst du jederzeit meine Macht herbeirufen, verstanden? Und jetzt ab nach Hause, mein Papa wird staunen! Na, immer noch heiße ich hier. Oh.
So, meine lieben Kinder, funktioniert globale Erwärmung. Nun Dialog? Ja, wir haben es geschafft, ne? Naja, du hast nicht viel beigetragen beim Kampf selbst. Du hast doch irgendwie überhaupt nicht geschossen. Aber du hast mich zumindest vorgewarnt, von wo der kam. Ein neuer Bogen. Was für eine rührende Szene. Rührt einen zu Tränen. Das war sie wahrscheinlich auch. Okay. Ich kann Tulin herbeirufen. Das wird mir wahrscheinlich in ein oder anderen Moment helfen. Ja, wir haben den Ornis geholfen, ne? Wichtiges in der Tasche. Entlassen. Wenn ich da jetzt das Entlassen drücke, nachdem ich es endlich mehr hinbekomme. Heißt das, der ist jetzt hier? Also, jetzt nicht auf die Frage darauf, dass er da steht. Ach, Impa! Warum bist du denn hier? Nee. Da war ich tatsächlich noch nicht. Ach, hier kann ich den gar nicht erscheinen lassen. Aber ich kann ihn damit rufen. Oh, hi. Gern geschehen. Das macht alles leichter, ne? Nicht nur für euch. Das macht auch für mich das Leben ein bisschen einfacher. Okay. Nach dem weißen Vogel. Okay.
Von da oben aus nach Westen gucken. Kannst du mir mehr Details geben, bitte? Wollte ich gerade noch fotografieren. Da war es schon weg. Ich guck nach. Vielleicht hat ja noch einer hier eine Aufgabe für mich. Aber ist doch schön, dass hier wieder das schönste Wetter aller Zeiten herrscht. Ja, eure Kleidung habe ich ja schon. Die brauche ich nicht nochmal. Oh, aber das ganze Zeug kannst du mir einmal im Überfluss geben. Aber bin ich. Ich hätte auch den Weizen fotografieren können. Na gut, die Glutlinge, die werde ich noch zu Genüge finden. Ich will die Sachen, die jetzt nicht so extrem kommen sind, hier eben kurz einmal aufkaufen, wie den Zucker und so weiter. Ich kann doch bestimmt auch mit der Fähigkeit da oben drauf. Guckt mal, ich habe es mir letztes Mal schwerer gemacht, als es ist. Bin sogar direkt hier oben. Guckt mal, ich habe es mir wirklich wesentlich schwerer gemacht, als es eigentlich ist. Vor allen Dingen, ich habe damals nicht dran gedacht, dass ich einfach den hier machen kann. Ich vergesse aber auch diesen Deckensprung die ganze Zeit. Von der Existenz her. So, von hier oben aus nach Westen. Da hat sie irgendwo einen weißen Vogel gesehen. Beziehungsweise eine Höhle. So ungefähr beim Krog, nehme ich an. Das sieht auf jeden Fall verdächtig aus. Ich halte mal eben kurz Ausschau. Was könnte denn sonst noch an einem Vogel erinnern? Die hat es ja bei Sonnenuntergang gesehen. Ich glaube, man muss bis mittags machen und dann warten. Damit man hier irgendeinen komischen Vogel sieht. Also wir werden heute keine Hauptstory weitermachen, ne? Das sage ich euch jetzt schon. Wir haben einen wichtigen Story-Abteil geschafft. Habe ich den schon? Ich weiß es halt nicht. Ja, das ist einer von denen, die ich schon habe. Was erinnert hier denn an einen weißen Vogel? Ich fliege auf jeden Fall da jetzt rein. Über mir fliegt irgendwas. Ach nee, warte. Ein weißer Vogel. Natürlich. Da wo zur Abendzeit, wenn die Sonne untergeht, der Vogel da hinguckt.
Da muss die Höhle sein, also wo der Schatten ist. Macht schon irgendwo Sinn. Hier, eine Opfergabe für euch. Also hier ist definitiv ein Krog. Okay, ich muss jetzt auch noch Dächer reparieren. So, wisst ihr, was wir jetzt endlich machen? Ich habe mir hier zwei Crocs markiert. Hier ist ein Eisdrache, der verprügelt werden will. Also wir haben generell jetzt mal ein paar Sachen zu machen. Aber ich würde sagen, wir bevorzugen jetzt erstmal die ganzen Schreine, die ich mir schon vor Ewigkeiten markiert habe. Hm? Ah, jetzt reagiert's. Den kann ich dann auch so nutzen. Jo. Hab einen Windbooster. Kämpfst du auch, oder? Ich hoffe es einfach mal. So, da hinten hatte ich den ersten Schrein markiert. Da sehe ich eine Armee, die Stress will. Ich sehe eine lustige Kombination. Sind das neue Gegner? Ja, es sind Eisextalfosse. Es hat sie abgelenkt und da unten habe ich offenbar irgendwas vernichtet. Na gut, sind ein paar schon tot, ne? Genau, das kann ich ja so vernichten. Man kann die auch damit wegblasen. Er kämpft auch. Ja, eine kleine Kampfunterstützung, ne? Sagt man nicht nein. Ich hatte eigentlich nicht vor, hier alles wegzublasen. Aber erstmal vernichte ich die, die hier hochkommen. Unter der Plattform steckt einer. Von diesen Eisflederichen. Und tot. Hallo. Ich möchte dir etwas zeigen. Was hast denn du jetzt niedergeschossen? Ich glaube, die Kiste, die hier war, wurde auch weggesprengt. Alles liegt hier. Oh, Wildbären. Ich frage mich, ob ich nur einen dabei haben kann, weil es wird ja später wahrscheinlich mehrere geben. Es hieß ja, der hatte 6 Weißen. Nicht abhauen, mein Täubchen.
Hab noch ein Foto von dir geschafft. Danke. Ich mag das, einen Verbündeten dabei zu haben, durchgehend. Sehr angenehm. Vorwärts oder rückwärts? Das sagt ja schon mal, welche Fähigkeit wir brauchen. So, das liefert mir eine Kiste, die direkt in mein Gesicht fliegt. Mit einem starken Konstruktbogen. War wahrscheinlich auch schon die geheime Kiste hier. Ich habe eine Idee. Okay, das schleudert sie nicht nach hinten. Muss ich jetzt so lange warten, bis das Teil sich füllt? Ah, nee, ich sehe schon wie. Das packe ich jetzt dahinter. Und dann lasse ich die da zurückrollen. Coole Mechanik. Einfach troppen lassen. Das war obvious. Okay, was als nächstes? Okay, die Kugel will da rein. Ich weiß, was ich tun muss. Nachdem die an dem Teil einmal vorbei ist, muss ich die Kugel so gesehen in Rüffig machen lassen. Aber das muss instant passieren. Sobald es da hinten die Mitte ungefähr erreicht. Weil die will ja dann selber zurück. Aber da, die Plattform nicht. Nice. Mechanik verstanden. Danke für das Segenslicht. Das werde ich in ein Ausdauerpaket stecken. In der Richtung ist das Schiff. Ich habe gerade mich kurz gefragt, ob man eventuell von dieser Himmelsarsche aus auf diese eine Drecksinsel da ganz hinten käme. Wo ich letztens ja einmal eine halbe Stunde versucht habe hinzukommen und dann
und kläglich gescheiter bin. Hatte ich nicht in der Richtung auch einen Schrein gesehen? Nee. Ich sehe jetzt hier tatsächlich nichts. Vielleicht sehe ich bei dem Flug gerade rein zufällig irgendwo einen Schrein. Die sieht man bei Nacht sehr gut. Ach, da ist ein Golem. Habe ich irgendwas, das ich eine Aufwertung haben will? Nö. Ist ja nur der stinknormale Golem, ne? Ja, den brauche ich nicht bekämpfen. Habe ich nichts von. Okay, dann gehe ich einmal zu dem Schrein hier. Und würde sagen, wir befreien noch das Pferdchen. Also das goldene Pferd. So, hier hatte ich mir zwei Crocs markiert. Wenn ich irgendwo ein Blattsymbol hinpacke, dann ist da ein Croc. Ich markiere sie mir nur offscreen. Ich sammle sie nicht ein. Ich will sie onscreen einsammeln. Da habe ich das Ding hier an der Decke gesehen. Ja, gerade habe keinen Bogen ausgerüstet. Wahrscheinlich muss ich genau mit dem Deckensprung den hier machen. Jo. War das Einzige, was ich mir mit der Decke außer Bogen halt vorstellen konnte. So, und jetzt nehme ich den hier einfach weg. Und ihr seht, da vorne hatte ich auch noch einen gesehen. So, und hier hatte ich einen gesehen. Wo ist denn dein Freund? Ja, wo ist der denn? Ach, da hinten. Ja, bin ja schon dran. Werde ich halt ein kurzes Stück tragen müssen. Ich könnte natürlich auch so Nahrungsteile verwenden und was kurz bauen, aber das muss ja nicht sein. Oh, ein majestätischer Elch. Ach, den habe ich schon fotografiert. Aber den Schmetterling glaube ich noch nicht. Nein! Es ist so schwer, ein gutes Foto von denen zu machen, weil die immer wegflattern. Danke, Elch, fürs Festhalten. Luxuswild, oh lecker. Kann ich ihn nicht einfach runterrollen? Auch wenn das ein bisschen brutal klingt. Muss ich den ganzen Weg da runterschleppen. Hallo? Ja? Das freut mich. Warte mal, ich versuche mal was. Wo ist es? Wo ist es hin? Da. Komm mal kurz her. Hui! Funktioniert. Oh nein, ich glaube, der rollt den Abhang runter. Hallo, mein Freund, bist du irgendwo? Er ist da unten. Das klippt bitte keiner von euch.
Und ab die Post. Bitte lande sinnvoll. Ich müsste ihn eigentlich mehr oder weniger in die richtige Richtung geschossen haben. Ja, da hinten liegt er doch. Keine Sorge, kleinen Fuchsi. Ich tue dir nichts. Da hast du sogar eine Plattform, um ihn zu transportieren. Oder auch nicht. Kann ich eigentlich... Wenn ich den Schlitten so montiere, mich da drauf stellen und sagen, hey, ich will den Berg hoch. Ja, er schafft's ein bisschen. Es gibt sich Mühe. Oh, Epona ist gerade einen Kilometer entfernt. Okay, wisst ihr was? Den Drachen, den heben wir uns das nächste Mal auf. Ich mach einmal kurz hier zum Schrein. Ach, guck mal, hier ist ja auch noch so ein Teil. So eine Vergangenheitsnachricht. Ich muss, glaube ich, sogar von oben dahin. Und der nächste Schrein. Zielsuche. Okay, ich verstehe schon. Turbo dran schmeißen und Feuer. Ist es definitiv nicht gedacht. Ich habe einen Hammer draus gemacht. Hat jetzt nicht mehrere Minuten gedauert. Ging tatsächlich sogar schneller als gedacht. Ich brauche einen Weg da hoch. Sonst komme ich nicht an die Kiste. Ein Sonaniumbogen. Ich kann den Bogenschuss aufladen. Okay. Verstehe ich jetzt nicht gerade sofort. Ich kann ihn aufladen. Und damit haben wir ein weiteres Segenslicht. Ein Schrein noch und wir haben noch mal ein bisschen mehr Ausdauer. Ich würde jetzt auch halt generell erstmal darauf trimmen, nur Ausdauer hoch zu boosten, dass ich maximal klettern kann. Vielleicht würde ich ja jetzt was von da oben sehen. Muss man ja mal gucken. Nee, ich sehe nichts leuchten. Na gut. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen, wo ich es später hochlade. Da lade ich es mittlerweile auch wöchentlich hoch. Also, dass ich wöchentlich einen Part mache. Und
Natürlich auch bei Twitch vorbeischauen, andersrum für ein Follow. Wenn ihr halt ungeschnitten sehen wollt und live vor allem Dingen. Montags und freitags, 20 Uhr für die YouTube-Gemeinschaft mal an der Stelle. Montags storymäßig und freitags erkundungsmäßig. Erkundungsmäßig mache ich, glaube ich, sogar 3 Stunden Streams statt 2 Stunden ab sofort. Bei Erkunden ist wesentlich mehr als Story. Wenn wir bei der Story übrigens so knapp vor Ende sind, würde ich auch generell erstmal nur noch Erkundungen dann machen, bevor wir uns an das allerletzte hier wagen. Weil ich will wirklich alles erkundet haben, bevor ich den Endboss mache. Auf jeden Fall. Ich verabschiede mich hier von der YouTube-Gemeinschaft. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao.